Heute gibt's endlich wieder ein Chemievideo und zwar werden wir destillieren. Aber nein, keine Sorge, wir tun natürlich nicht Schnaps brennen, was mit mehr als einer 0,5 Liter Brennblase ja auch höchstgradig illegal wäre, sondern wir destillieren heute Kalium, Element Nummer 19 aus dem Periodensystem, ein sehr reaktionsfreudiges Alkalimetall. Wir destillieren es nicht nur, sondern wir stellen es auch direkt her, und zwar aus Kaliumhydroxid, mit Hilfe eines sehr selten dokumentierten Versuches. Warnung! In diesem Video wird mit brennbaren und ätzenden Chemikalien sowie mit hohen Temperaturen gearbeitet. Vor der Nachahmung ohne ausreichende Fachkenntnisse wird dringend abgeraten. Dieser Versuch dient nur zu Demonstrationszwecken. Die Reaktion von gelöstem Kaliumhydroxid mit Aluminium ist ja weitgehend bekannt und führt natürlich zur Entstehung von Wasserstoff sowie Kaliumaluminat. Ich habe diese Reaktion schon in einem älteren Video von mir gezeigt. Die heutige Reaktion hat genau dieselben Ausgangsstoffe, findet jedoch nur in Abwesenheit von Wasser und bei hohen Temperaturen statt. Sie führt zu einem gänzlich anderen Ergebnis. Ich habe den Versuch schon im Sommer 2019 mit dem lieben Flo vom Kanal Some Austrian Guy durchgeführt, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Zuvor hatte er das Thema auch schon auf seinem YouTube-Kanal auf Englisch behandelt, schaut es euch gerne an. Im Kohlefeuer ist uns damals so ziemlich alles weggeschmolzen, die Ausbeute war extrem schlecht und das meiste Kalium verblieb im Destillationsapparat. Wenn auch nur sehr wenig Kalium überdestillierte, so hat das Ergebnis trotzdem damals funktioniert. Mittlerweile habe ich am Versuchsaufbau einiges optimiert. So finde ich, ist es jetzt eine Neubetrachtung definitiv wert. Mein Schrei ist jetzt auch drauf. Zuerst baue ich mir das Reaktionsgefäß aus einem Stück Wasserrohr mit Tempergussmuffen und einem kleinen Eisenröhrchen. All die Teile müssen unbedingt entzinkt werden. Erstens wollen wir nicht, dass das Zink in unserer Reaktion mitmischt. Andererseits verbrennt Zink später sonst zu giftigem Zinkoxid, welches als giftige gelbe Dämpfe in die Atemluft gelangen könnte. Also entfernen wir das Zink mit Salzsäure, die löst das in Sekunden unter Bildung des Salzes Zinkchlorid und unter Abgabe von Wasserstoff. Das Reaktionsgefäß sollte unbedingt komplett dicht verschweißt sein, insbesondere unten, damit da nicht Kaliumhydroxid ausrinnt. Dann geht es schon an den Bau von dem Ofen aus Ytong. Achtung, Ytong ist natürlich nicht feuerfest und reicht hier maximal für eine Anwendung. Für meinen Schmiedeofen verwende ich deshalb immer spezielle Feuerleichtsteine. Mit einem selbstgebauten Bohrer bohre ich ein 12 cm Loch. Unten kommt noch ein weiteres Loch für meinen Venturi-Brenner, über den gibt's bereits übrigens ein extra Video. Mit diesem Konus und Schleifpapier schleife ich innen das sogenannte Flair hinein, darin kann sich später der Flammenkegel bilden. Idealerweise zirkuliert die Flamme dann schön um das Reaktionsgefäß herum. Ich hab's zwar nicht mitgefilmt, aber unten, wo die Flamme direkt auf den Stein auftrifft, habe ich noch zusätzlich Schamottmörtel geschmiert. Damit hält der Ofen sicher um einige Zeit länger. Das Kondensröhrchen habe ich dann noch in meiner Esse gebogen. Wichtig ist, dass hier kein Knick entsteht. Der Schlüssel zum Erfolg bei der Reaktion, die ihr gleich sehen werdet, ist, dass beim Reaktionsgemisch möglichst kein Wasser dabei ist. Kaliumhydroxid ist jedoch extrem hygroskopisch und enthält eigentlich so gut wie immer, auch bei der besten Lagerung, einiges an Kristallwasser. Bisher haben wir immer versucht, das Kaliumhydroxid bei hohen Temperaturen schon im Reaktionsgefäß zu trocknen, was meistens relativ schlecht funktionierte. Diesmal habe ich es versucht im Härteofen zu trocknen, mit dem Ergebnis, dass das Kaliumhydroxid eigentlich noch feuchter wurde. Es wurde nämlich schon knapp über 100 Grad flüssig und bildet so ein Mittelding aus Schmelze und übersättigter Lösung. Da das Kaliumhydroxid also ohne sinnlose Trockenversuche wahrscheinlich am trockensten war, habe ich es einfach so direkt in Schuppenform verwendet und es immer möglichst flott abgefüllt, sodass es nicht unnötig lange Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Als Reduktionsmittel für das Kaliumhydroxid verwende ich Aluminiumspäne, die ich noch über hatte.
Es funktioniert aber sicher genauso mit einem soliden Aluminiumblock. Die Stöchiometrie kann man sich ja ganz einfach selbst ausrechnen. Ich habe jedenfalls die doppelte Menge an Aluminium genommen wie nötig. Damit wird das Kaliumhydroxid auf jeden Fall restlos beseitigt und ein Überschuss schadet da auf jeden Fall nicht. Da die Reaktion so nicht abläuft und auch die festen Bestandteile sich nicht mischen, müssen wir die Reaktionstemperatur erhöhen. Da wir ja auch das Kalium destillieren wollen, müssen wir auf jeden Fall über den Siedepunkt von Kalium, also 759 Grad Celsius, erhitzen. Das Destillationsröhrchen sollte oben jedenfalls über 65 Grad heiß sein, damit das Kalium flüssig bleibt. Ich habe das noch zusätzlich mit Kupfer umwickelt, damit sich die Temperatur besser verteilt. Das Reaktionsgefäß muss unbedingt so dicht wie möglich verschraubt werden, damit kein dampfförmiges Kalium entweicht. Dann geht es auch schon los. Natürlich ist es nicht ideal, das Ganze im Schnee zu machen. Sollte Kalium irgendwo austreten, macht das die Situation auf jeden Fall nicht besser. Der Schlitz im Deckel ist sehr wichtig und bewusst gewählt. Die herausschlagenden Flammen beheizen dadurch das Destillationsröhrchen. Am Anfang passiert das, was wir schon im Härteofen beobachtet haben. Das Kaliumhydroxid schmilzt aufgrund des Kristallwassers sehr schnell und reagiert dann als Lösung, also als Kalilauge, mit dem Aluminium zu Kaliumaluminat. Dabei werden schlagartig sehr große Mengen an Wasserstoff frei, die am Ende des Röhrchens verbrennen. Irgendwann ist dann kein Wasser mehr vorhanden und diese erste unerwünschte Nebenreaktion kommt zum Erliegen. Erhitzen wir dann weiter, verschmelzen die zwei Komponenten Kaliumhydroxid und Aluminium ineinander und es kommt zu einer eher langsamen Reaktion, die stetig neues Kalium sowie auch Wasserstoff, welches als Superschutzgas funktioniert, produziert. Und zwar wird auch hier nicht wenig Wasserstoff frei, von 100 Gramm Kaliumhydroxid sind das knapp 20 Liter. Wird die ganze Apparatur heiß genug, also über 800 Grad, wird das Kalium dampfförmig und mit dem Wasserstoff als Schutzgas herausgespült. Spätestens hier versenke ich dann das Röhrchen in ein Ölbad. Mineralöl ist hier am besten geeignet, ich habe davon aber nicht so viel, deshalb nehme ich Pflanzenöl. Was dabei mit dem Pflanzenöl passieren kann, das erkläre ich euch später noch. Das Öl ist jedoch unbedingt notwendig, ansonsten würde das Kalium sofort Feuer fangen, sobald es mit der Luft in Berührung kommt. Hier seht ihr jetzt den Wasserstoff, der zusammen mit dem ersten Kaliumdämpfen an der Luft explodiert. Der Großteil des Kaliums kondensiert jedoch im Röhrchen und kommt in geschmolzener Form unten als Perle heraus. Das Ölbad ist deshalb über 60 Grad vorgewärmt, sodass das Kalium immer flüssig bleibt und nicht das Röhrchen verstopft. Daran, dass auch stetig nach 10 Minuten noch Wasserstoff aus der Apparatur blubbert, erkennt man, dass die Reaktion sehr langsam verläuft und stetig neues Kalium und Wasserstoff produziert wird. Das hier war das Ergebnis vom ersten Durchgang. Ich kann die Tempergussendkappen keinenfalls weiterempfehlen, meine ist wieder einmal geschmolzen. Unten direkt mit Baustahl zuschweißen funktioniert das sicher am besten. Das hier ist unser zweites Reaktionsprodukt, nämlich Aluminiumoxid. Bei der Reaktion entsteht ja nicht nur metallisches Kalium und Wasserstoff, sondern auch Aluminiumoxid. Das schaut dann ungefähr so aus. Im zweiten Durchgang habe ich zu schnell erhitzt, außerdem habe ich hier das Kaliumhydroxid über dem Aluminium geschichtet, es ist also übergekocht. Das vermindert natürlich später die Ausbeute. Am besten funktioniert es also, das Kaliumhydroxid im Reaktionsgefäß ganz unten zu positionieren. Obwohl der Ofen jetzt schon weit über 1000 Grad heiß ist und die Destillationsapparatur schon einige Zeit Kalium produziert, kommt immer noch neues Kalium und Wasserstoff nach. Das hat mich echt erstaunt. Destillieren ist einfach ein sehr langsamer Prozess, der seine gewisse Zeit benötigt. Im letzten Durchgang habe ich mir noch ein größeres Reaktionsgefäß geschweißt und eine größere Menge umgesetzt. Was ist eigentlich das Problem bei der Verwendung von Pflanzenöl? Pflanzenöle, also sogenannte Triglyceride, bestehen, wie der Name schon sagt, aus Glycerin und Fettsäuren. Diese reagieren jedoch mit Laugen gerne zu Salzen, auch Tenside genannt oder besser bekannt zu Seife. Kaliumhydroxid, das eventuell überschäumt, verseift euch also sofort euer Öl, was zum Beispiel hier passiert ist. Am unvorteilhaftesten ist es jedoch, wenn das Öl zu heiß wird, zum Beispiel aufgrund von einem Loch im Ofen. Hier seht ihr, wie der Ütung mit der Zeit einfach durchbrennt.
Was da passiert ist, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls hat sich das Öl über den Rauchpunkt erhitzt und das Kalium hat mit irgendeiner Restfeuchtigkeit und dem Öl zu Seife reagiert. Jedenfalls ist dieser Schlatz hier das Ergebnis. Schaut echt lecker aus. Kalium war hier keins mehr zu finden. Solange das Pflanzenöl aber nicht zu heiß wird, hat das trotzdem ganz gut funktioniert. Am besten wäre natürlich Mineralöl, damit hätte man diese Probleme jedenfalls nicht. Sehr vorsichtig muss man mit den alten Reaktionsgefäßen sein, darin ist oft noch eine größere Menge an Kalium enthalten, die spontan auslaufen oder zu brennen beginnen könnte. Also am besten vorsichtig öffnen und das Kalium kontrolliert mit Wasser vernichten. Hier seht ihr richtig, wie der Ytong schmilzt und sich zersetzt. Für einen Durchgang reicht das aber auf jeden Fall. Das Kalium habe ich dann abgeschöpft und mehrmals mit frischem Pflanzenöl gewaschen. Die Oxide lösen sich erstaunlich gut im Öl, natürlich auch aufgrund von dessen Wassergehalt. Alternativ lässt sich das Ganze aber auch in Mineralöl mit ganz geringen Mengen Isopropanol sehr gut lösen. Ich habe versucht, eine Ausbeute zu berechnen. Ich kam beim dritten Durchgang über 56%, weiß jedoch nicht genau, wie viel Öl ich da potenziell mitgewogen habe. Jedenfalls habe ich dann alles vereint und in Petroleum zu einem großen Stück zusammengeschmolzen. Insgesamt hatte ich dann 43 Gramm, was einer Gesamtausbeute von 26% entspricht. Also trotz des Überkochens von Kaliumhydroxid, Verluste durch Verseifung und Verluste beim Aufreinigen, finde ich, ist das für diesen Prozess ein echt gutes Ergebnis. Lagern sollte man das Kalium unbedingt in Mineralöl, da gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit. Das Kalium ist durch die Destillation auch extrem rein und natürlich weich wie Butter und lässt sich mit einem Messer sehr gut schneiden. An der Luft bildet sich sofort wieder eine Oxidschicht. Ich habe auch den klassischen Versuch mit Wasser durchgeführt. Durch Phenolphthalein als Indikator seht ihr sofort, wie das Kalium das Wasser wieder basisch macht. Es reagiert also mit Wasser wieder zurück zum Kaliumhydroxid, unserem Ausgangsstoff. Nebenbei wird hier natürlich auch wieder Wasserstoff frei. In der Luft verbrennt Kalium zum Superoxid, welches mit Feuchtigkeit aus der Luft sofort zum Kaliumhydroxid unter Abgabe von Sauerstoff weiterreagiert. Das Superoxid ist auch der Grund, warum man altes Kalium niemals schneiden sollte, ohne es vorher aufzureinigen. Dabei kann es sich nämlich spontan entzünden. Diese Reaktion findet man so gut wie nicht dokumentiert, eher noch als thermitähnliche Mischung mit Magnesium, wobei hier die Ausbeute jedoch immer sehr gering ist. Auch mit Natriumhydroxid funktioniert die Reaktion, verläuft jedoch unkontrollierter, das Natrium kommt hier mehr in einem Schwall heraus, anstatt es gemütlich destillieren zu können. Metall destillieren? Hättet ihr das überhaupt für möglich gehalten? Schreibt mir eure Gedanken zu dem Versuch und macht unbedingt Vorschläge, welche Experimente ich euch mit dem Kalium noch zeigen soll. Lasst gerne eine Bewertung da, ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bis zum nächsten Mal.